Willkommen zurück zu Skyrim. So, dann wollen wir auch mal. Wir laufen ja richtig, ne? Falscher Knopf. So, Karte. Nicht so wirklich, aber ich schätze, wir ma machen diesen Umweg. Weil laut Wegweiser sollten wir ja hier lang laufen. So, gehen wir mal wieder in diese Blickrichtung. So. Okay. Niemand, gut. So, Iverstadt und Helgen hier weiter. Oh. Tod? Tatsache. Gut. Mal wieder ein paar Zutaten ein. Ja, Bärchen. Hallo, Füchslein. So, ein verlassener Karren. Sonst irgendwas Verdächtiges? Nee, weiter nur hier. Okay. Naja. Da ist noch ein paar Blümchen so. Ein knorriges Sträuchlein auf dem Weg. Das Füchslein rennt hier. Okay, da erscheint ein Wolf oder so zu sein. So. Ach nee, ein Zwieber. Angekokelt und verbrannt. Gut. Und es wollte doch nicht sterben, obwohl es schon der Finisher war. Naja, gut. So, dann wieder auf den Bogen umschwenken. So, hups. Lieber mal vorsichtig. Das ist nur ein Füchslein. Ich will nur gucken. Oh. Da sind schon höchstwahrscheinlich Banditen. Ich schätze mal, ein Tier hat ihre Aufmerksamkeit erregt. Ja, die scheinen da irgendwas. Kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. So, okay. Okay. Was? So. Da kommen wir auf jeden Fall noch mal hin an diese Ruinen, das weiß ich zu Genüge.
So, deswegen brauchen wir die jetzt nicht da zu ärgern, sage ich mal. So, und dann entdecken wir jetzt hier noch dieses Zeichen. Das ist immer das Symbol für Kaiserliche. Und ihr seht ja auch, da latscht schon ein Soldat direkt neben den Banditen. Hm? Passt ja. Ich weiß, das sagen alle. Fremde Länder besuchen, die Welt sehen. Aber in meinem Fall stimmt es. Ich dachte nur nicht, dass ich dabei mehr zu sehen bekommen würde, als mir lieb ist. So, so. Aha. Das ist wohl dann die andere Schicht, die jetzt im Moment schläft. Und hier haben wir das Lazarett, schätze ich mal. Also die Krankenstation. Seid ihr nur so wenige? Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Ja, ja. Hoho. Hallo. Habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so. Ja, ja. In der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Ja. Ich kann es kaum erwarten, noch einen von Ulfriks Jungs zu töten. So, warum habt ihr euch der Armee angeschlossen? Meine Eltern waren fahrende Händler, die sich später in Cyrodiil niederließen. Ich muss ihre Abenteuerlust geerbt haben. Ich bin zur Armee gegangen, um die Welt zu sehen. Ich weiß, das hört man ständig. Aber bei mir ist es die volle Wahrheit. Ah, das hat nicht lange gedauert, bis ich mehr von der Welt gesehen hatte, als mir lieb war. Ihr seid von aus Cyrodiil? Wie ist es zu Hause? Zu Hause? Mein Zuhause ist ein warmer Met am Ende des Tages. Und 5 Minuten, in denen niemand etwas von mir braucht. Cyrodiil ist ein herrlicher Ort voller vielfältiger Völker und Geschichten. Aber das gilt auch für Hammerfell und Himmelsrand und jeden anderen Ort, an dem ich bisher war. Versteht mich nicht falsch. Jedes Land hat seine finsteren Ecken. Aber darum sind wir ja hier. Um Ordnung und Zivilisation zu bringen. Und um die Menschen zu beschützen. Unsere Anwesenheit scheint nicht von allen begrüßt zu werden. Ulfric und seine Schläger machen es ihrer eigenen Sache schwer. Das Kaiserreich ist alles, was zwischen dem Bund und Himmelsrand steht. Es spielt keine Rolle, ob das jedem hier bewusst ist. Sie sind und bleiben Bürger des Kaiserreichs. Es ist unsere Pflicht, sie zu beschützen. Wann passiert denn endlich einmal etwas? Ja, ich weiß, was ihr meint. Ja, ja. Das klingt, als hättet ihr schon viel mitgemacht. Das Leben eines Soldaten ist voller Entbehrungen. Dagegen ist das gar nichts. Aber sie schicken die Armee an Orte, die zu verkommen sind, als dass sie gewaltlos wieder ins Lot kommen könnten. Es ist hart, gute Menschen zu sehen, die dem Bösen verfallen sind. Und ich habe das Gesicht des Bösen gesehen. In der Nacht der grünen Flammen schwebte es über Sentinel. So schlimm ist es auch wieder nicht. Was ist in der Nacht der grünen Flammen passiert? Im Jahr 42 war ich in Hammerfell stationiert und auf Heimaturlaub in Sentinel, wo ich versuchte, einige Verwandte aufzuspüren, die vor der Verfolgung in Alinor geflohen waren. Plötzlich gab es eine magische Explosion im Flüchtlingsviertel. Talmor-Magier griffen die Altmeer-Dissidenten an, die mit ihrer eigenen Magie konterten. Ich rannte mit einigen dort stationierten Soldaten an den Ort des Geschehens. Aber als wir dort ankamen
war das gesamte Viertel nur noch eine schwelende Ruine. Alle waren tot. Ein Gemetzel. Es hatte dem Bund nicht gereicht, die Dissidenten nur auf seinem eigenen Gebiet zu töten. Und so säuberte er auch Hammerfell. Angeblich herrscht jetzt ja Frieden, aber ich habe mich hier stationieren lassen, damit ich die Talmor im Blick habe. Wer weiß, ob sie nicht hinter den Unruhen in Himmelsrand stecken. So, okay. Das war, mehr wollte ich gar nicht wissen. Dankeschön. Dem Kaiserreich zum Ruhme. So, und das haben wir ja alles schon bei einem anderen Kaiserlichen gefragt. So, okay, danke schön fürs Gespräch. Mhm. So. Dankeschön. Hier haben wir wohl von ihm das Schlaf... Nehmt euch vor Sturmmantelspionen in Acht. Oh, ja. So. Pferd stehlen. Nö. Wollen wir nicht. Sudele. Hui. So. Okay. Naja, gut. Hoch. So, Ruhe. Ich glaube, in die Richtung noch mal gucken. Nee, in die Richtung müssen wir. So. Naja, gut. Was auch immer da als roter Punkt angegeben worden ist. Es hat sich wieder verzogen. So. Iberstadt. Hier lang. Am Karren vorbei. Ah, nur ein Hirsch. Mal wieder. So. Hier die Gegend ist immer ganz schön... mit irgendwelchen Gegnern. Da ist auch wieder ein Bär. So. Ah, nur ein Hirsch mal wieder. Gut, und da sind wir auch schon in Iverstadt. Sehr schön. Kein Drache, oder? Nee, okay. Anscheinend nicht. So, der Hirsch nimmt Reis aus. So. Wie war's dat? Kaum kommt man hier an. Es ist richtig hell hier, aber. Euer wölfisches Grinsen macht mich etwas nervös. Ich grinse doch gar nicht. Ich guck ganz traurig runter. So, mal sehen, ob Madame hier schon am Holzsägen ist. Hier ist alles ruhig. Hallo? Nö, sie ist noch nicht hier. Kommt sie denn? Das sind nur Wachen. Ach ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hallo? Ich habe hier ein paar Pelze abzuliefern. Sind sie da drin? Juhu! Ihr seht Hallo. Nicht wie ein Pilger aus. Warum besucht ihr Iverstadt? Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt.
So, hallo. Diese verdammten Bären machen mich verrückt. Hier sind 10 Bärenpelze, wie ihr verlangt habt. Schön, endlich mal jemanden zu treffen, der einfache Anweisungen befolgen kann. Hier ist eure versprochene Belohnung. Nun muss ich aber wieder zurück an die Arbeit. Ja, alles klar. Es tut mir leid. Ich war neugierig. Wenn sich die Gelegenheit bietet, könntet ihr noch ein paar Bären für mich töten? Ich gehe da nie mehr hin. Das solltet ihr auch nicht. Ich habe versprochen, euch zu beschützen. Und ich werde mein Wort nicht brechen. Gut. Hier sind wir dann erstmal durch. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Ups. Karte. Achso, ja. Weltkarte. So. Ja, hier. Kayamuts Halle. Hier ist der Dieb. Hier müssen wir zu einiges. Ah, hier ist das Wutrat-Fragment. Hier sind das mit den Bienenstöcken und so. Also für die Diebesgilde die Sache. So. Na. Hier sind eine Aufgabe. Tja, ist jetzt die Frage. Wir könnten ja auch mal das anstoßen. Wir haben ja die Nachricht bekommen, zum Jahl nach Falkenring zu kommen. Und da wegen ja, Grundstück und so. Aber wiederum, wir haben nicht so arg viel Geld im Moment. Da ist das andere. Aber das machen wir im Rahmen einer anderen Sache mit. Mortal ist schwierig. Schwierig, schwierig. So von den Quests her wäre es gut, wenn wir das erst machen und dann uns hier wieder nach Rifthorn durchwuseln. Würde ich sagen, erst das, dann entdecken wir hier so ein bisschen noch und gehen langsam hier nach Rifthorn. Also machen auch hier das mit Wutrat-Fragment und dann hier mit Wut Goldenglanz und dann können wir nach Rifthorn, ja. So können wir das machen. Gut. So, aber wir warten hier, weil ich muss jetzt den Part mal wieder zu Ende bringen. Ja. Haben zwar wieder nicht viel geschafft, aber immerhin, wir haben eine Quest abgegeben. Ja, gut. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch... Fast direkt gesprochen? Nein. Ich sage euch eins, Wilhelm. Wenn ich sie von hier wegschaffen könnte, würde ich es sofort tun. Aber Klimek muss noch so viel lernen. Klimek kommt schon zurecht. Ihr solltet eurem Herzen folgen. Vielleicht eines Tages, aber nicht heute. Ja, ja. Ja, wie gesagt, würde mich auch über Kommentare natürlich freuen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss.